Hallo ihr Lieben, aus Mallorca, wo sind wir heute? Wir sind in Porto Portals. Richtig. Wünschen euch erstmal ein gutes neues Jahr. Guten Start ins neue Jahr 23. Schreibt uns doch mal in die Kommentare einfach jetzt gleich rein, wie habt ihr denn den Jahreswechsel verlebt, was habt ihr gemacht? Wir waren ganz gemütlich zu Hause. Ja, war herrlich. Mit guten Freunden, mit Raclette, wie eigentlich fast jedes Jahr. Genau. Ganz, ganz easy peasy und war richtig schön bei uns. Und haben einfach einen ganz ruhigen Abend gemacht, haben den Tag zu Hause genossen, haben das Jahresende gut ausklingen lassen und sind auch sehr dankbar für dieses Jahr. Ja, für letztes Jahr, 2022. Stimmt, für letztes Jahr, 2022. Genau, ganz, ganz lieben Dank für eure Treue, für eure Begleitung, für eure tollen Gespräche, Begegnungen im Laden, Begegnungen online, mit den Bodegas, den Teams, auch den Firmen, die mal mitgemacht haben auf dem Weintasting und unterstützt habt. Also ganz, ganz lieben Dank. Firmen-Events und so weiter waren... Gutes Jahr, war in Ordnung, waren genug Touristen da. Und jetzt schauen wir mal, was dieses Jahr 2023 bringt. Momentan wird da viel drüber diskutiert, Inflation, Hotelbuchung nächstes Jahr sind schlechter und so weiter. Heizkosten, das kostet. Aber im Prinzip müssen wir einfach auch wir auf Mallorca einfach abwarten. Es wird immer viel gesprochen am Anfang und am Ende sehen wir dann doch ganz gut, wie es wird. Und wenn ihr uns weiter unterstützt und wenn ihr uns weiter treu bleibt, dann wird es auch sicherlich wieder ein schönes Jahr werden. Genau. Kommt uns besuchen. Genau. Kommt, ja, versucht einfach, ne, so oft wie es geht, dieses Jahr herzukommen. Vielleicht auch mal nur ein Wochenende. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und wenn ihr Lust habt auf Wein-Tasting, auch mal Gin-Tasting wieder bei uns im Can Gourmet, meldet euch gerne. Genau. Also wir machen das auch mit 6 bis 8 Personen mal in unserem Laden. Und wichtig, wir werden sicherlich auch diese Woche noch mal irgendwann live gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Rundgang mache oder wir einen Rundgang machen oder ob wir mal im Laden live gehen, mal schauen. Wenn ihr irgendwelche habt, noch ein paar Fusseln von meinem Kader hier. Ja, gut, okay. Hier ist auch noch ein bisschen Kader dran. wenn ihr, schreibt uns auch mal in die Kommentare rein, wenn wir einen Live machen diese Woche, was würde euch denn interessieren? Über was können wir dann sprechen? Was wäre denn für euch mal ein Thema? Vielleicht finden wir einfach mal ein schönes Thema, wo wir live machen können miteinander. Also auch das einfach mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünschen wir euch allen ein gutes Jahr 2023. Viel, viel Gesundheit, viel Humor, viel Energie. Dass es euch gut geht, dass ihr trotzdem wieder nach Mallorca kommen könnt, auch dieses Jahr, dass alles so läuft, wie ihr wollt. Und lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Genau. Wir machen jetzt gleich mal, passt mal auf, ich mache mir jetzt einmal kurz ein paar Eindrücke von da hinten. Richtig. Moment. So, hier ist gerade eine kleine Yacht an uns vorbeigefahren. Hier sitzen wir gerade hier bei bestem Wetter. Es ist wirklich brutal warm. Tacho im Auto angezeigt, 22 Grad. Jetzt hier so gefühlt, du fast 25. Gefühlt könnte es eigentlich ins Meer gehen zum Baden, oder? Ja, also es ist total irre. Schlecht. Schaut euch das mal an hier. Also es ist echt ein geiles Wetter hier am 1. Januar. Brutal warm. Mir ist schon, ich habe jetzt nur ein T-Shirt an und das lange Teil hier. Ja, wir dachten, wir wissen auch nicht, schon, wo wir uns aufhalten genau. auf dem Weihnachtsmarkt. Vielleicht ist es da so kalt im Schatten. Dachten wir, aber nicht. Aber ich glaube nicht. Also wir treffen uns jetzt noch mit Freunden hier und wir machen einen kleinen Bummel über den Weihnachtsmarkt. Genießen den ersten Feiertag. Genau, richtig. Und ihr genießt den Tag auch, ihr genießt die nächsten Tage, wann auch immer ihr das Video seht. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, hatte ich schon mal gesagt, aber doppelt hilft besser. Genau. Und für alle, wie immer, die uns noch nicht folgen, und mitbekommen wollen, wann wir das nächste live machen, das nächste dies, nächstes jenes. Gerne einen Daumen oben nachgeben. Und abonniert uns. Abonnieren und die Glocke drücken. Dann kriegt ihr immer alles mit, was wir machen. Stay tuned und wir halten euch auf dem Laufenden. Tschüss. Mit vielen neuen Dingen. Bis zum nächsten Mal. Adios, amigos. Macht's gut. Ciao. So, und jetzt bekommt ihr von uns noch, weil wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt, noch ein paar Bilder, ein paar Eindrücke. Vom Weihnachtsmarkt in Portals. In Portals oder in Porto Portals. Ich glaube, das letzte, was wir hatten, waren Eindrücke oder ein Durchgang abends. An dem ersten Tag, wo es angefangen hat. Genau. Und jetzt ist fast der letzte. Nee, und ich glaube, am 8. Ne, ist der letzte. Ja, ich glaube, am 8. oder am 6. Januar. Am 8. Und 8. Januar war in Parguera der letzte Tag. Ich glaube, hier ist es auch. Ist hier. 6. oder 8. Keine Ahnung. Ja, ich glaube auch. Jetzt bekommt ihr noch ein paar Eindrücke vom Markt hier. Viel und zwar tagsüber bei Sonne. Genau. Viel Spaß mit den Bildern. Ciao. Ciao.
Schaut mal hier, hier gibt es immer lecker was zu trinken. Negroni. Ihr könnt zu uns im Laden die Zutaten holen. Acquaintance be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet. For auld lang syne. For auld lang syne, my dear. A cup of kindness yet for auld lang syne. For auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we'll take a cup of kindness yet for auld lang syne.